Hallo. Ja, bin gut drauf. Ja, nicht hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nein, heute, so sieht's aus. Oh mein Gott, fürchterlich. Ja, voll Neurodermitis. Hilfe! Nein, Tinas, ich bin fast in Schwandorf und ihr werdet gerade mächtig durchgeschüttelt. Ich kann da nichts dafür, das liegt an Deutschlands Autobahn. Ja, ich bin ganz, ganz pünktlich um 4 losgefahren. Und yes, das muss man immer überholt werden, das ist eine Sauerei. Ja, bin ganz pünktlich um 4 losgefahren und super durchgekommen. Ganz schlurpe mit 130, so wie sich das gehört. Bis Leipzig lief alles ganz reibungslos, war ich mehr oder weniger auch allein auf der Autobahn unterwegs. Ist schon klar, ich meine, wer fährt auch morgens um 4 durch Deutschland, ja? Ich? Ja, also bis Leipzig lief das super, da war niemand unterwegs, denn auf die ersten großen Autobahnen abgebogen, da sah das dann schon anders aus, da füllte sich das dann ganz rapide. Dann kam die ein oder andere Baustelle dazwischen, wo ich aber sagen muss, gar kein Problem. Einfach ganz normal, ganz schönartig alle durchgefahren, niemand hat da irgendwie den Schleicher raushängen lassen. Also es lief super, lief wirklich alles klasse. Hätte ich nicht gedacht, dass 4 Stunden auch so schnell umgehen können. Und freue mich gerade ganz gewaltig, dass ich so schnell durchgekommen bin. Weil dann kann ich nämlich, bevor ich den Pierre vom Bahnhof hole, noch tanken. Ja, denn mein Tank sagt jetzt, oh, ich bin nur noch viertel voll. Also ordentlich Verbrauch hat ja dieses Auto, ja, muss ich ja sagen. Aber gut, ist halt, ja. Ist natürlich jetzt für mich mal ein guter Test, mit dem Auto mal eine weitere Strecke zu fahren. Denn vorher habe ich mich das ja nicht getraut mit meinem alten Auto. Das ging ja mal gar nicht. Da ich mich eigentlich noch nicht mal mehr in die Nachbarstadt getraut. Was auch gut so war im Nachhinein. Der TÜV-Mann hat gesagt, oh mein Gott, wie konntest du nur? Na gut, jetzt habe ich ja ein neues altes Auto. ja. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Schwandorf, Farmcon. Jehör! Ja, wir werden, ich habe das in einem anderen Video schon gesagt, euch natürlich keinerlei Videomaterial von vom LS19 zeigen. Ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht nachgefragt, aber ganz ehrlich, das machen andere große Kanäle viel, viel besser und die haben da auch bessere Kontakte zu Giants und Co. Ja. Ich denke, die können da viel besser Auskunft und Informationen erteilen und ausgeben. Das muss ich nicht machen. Ich habe nur gedacht, Mensch, sagst du mal guten Morgen zu den lieben Leuten, weil ja, wird ja denn morgen mindestens ein Video ausfallen und wahrscheinlich am Montag auch, ja. Sorry, did real life und so, ja, ist alles nicht schlimm. Gut, ja, ich würde sagen, irgendwann komme ich bestimmt auch mal an eine Stelle, wo nicht nur Büsche am Straßenrand sehe, wo ich auch mal wieder mehr von der Umgebung sehe. Hier wird es ja schon wieder flacher. Das bayerische Vogtland war ja, oh, das war ja fast wie zu Hause bei uns im Harz mit Wäldern und so. Sehr, sehr schön. Das mag ich so an Autobahnen. Wenn du so durch Deutschland fährst, siehst du ja unwahrscheinlich viele schöne Landstriche, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hätte. Oder wird geerntet heute? Ich würde es euch ja zeigen, aber darf ich nicht. Gut, die Sonne kommt im Hintergrund natürlich ganz toll, ganz klasse. Ich versuche euch zu drehen oder so. Mein Gebammele. Gut, ihr Süßen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Nicht, dass hier doch noch irgendjemand noch schräg guckt, weil was machen die da? Ja. Naja, macht ja nichts. Habt da halt ein bisschen Sonne. Ist ja auch nicht schlimm. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Für die, die auch zur FarmCon fahren, ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht sieht man sich ja. Ja. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.